Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück. Nein, willkommen zu einer neuen. Nein, zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Tomb Raider. Und starten ein neues Spiel. Auf normal. Ich habe keine Ahnung, was uns in Ein diesem berühmter Spiel. Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist Laut! besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, okay. Das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Okay. What? What? Okay. Ich rede noch nicht. Totenköpfe. Okay. Bewegen Sie sich nach links und rechts, um so krumm mit dem Schwung. Hilfe! Ah! Jonah! Yeah. Reyes! Hilfe! Wir schaffen das! Runter! Ich muss runter! Ja, er hat ange. Oh, lol! Ich glaube, wir müssen mal nach da links auf jeden Fall. Oder müssen wir uns anfackeln? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall ja. Wir spielen Tomb Raider. Okay, ich glaube. Ja! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Weißt du was, drücken Sie E. Okay.
Heilige Scheiße. So, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Ich habe mir das, ich glaube, im Summer Sale gegönnt. Oh Gott, ist die Sicht gerade eklig. Und ich dachte mir so, komm, der zu Zelda vorbei ist, brauchen wir eh ein neues Projekt und... Dann spielen wir mal Tomb Raider. Heiliger. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Was ist bloß passiert? Ich weiß es nicht. Aber es sieht... Eine Fackel. Fast interessant aus. Neue Ausrüstung erhalten, okay. Ich habe gemerkt, dass das Spiel einen Multiplayer-Modus hat. Also... Aber... Hab ich? Ich hätte sogar, wenn er das mit mir im Multiplayer spielen könnte. Aber egal. Wenn das jetzt die Story-mäßig Multiplayer ist. Er muss mich gehört haben. Aber. Oh, jo. Kuhm dir. Ah. Okay. Leertaste, um zu springen? Okay. Das heißt, wir müssen da hoch, denke ich. Und dann von hier aus. Noch nicht. Ah, anzünden. Feuer erforderlich. Oh, dein Ernst. Anzünden. Heiliger. Hoch. Anzünden. Okay. Ist übrigens allgemein mein erster Tomb Raider-Teil, den ich je in meinem Leben spiele. Ich habe bisher noch nie einen Tomb Raider-Teil gespielt. Ist gerade der Balken einfach so zwischen... ich meine, durch ins durchgesprungen? Okay. C drücken wahrscheinlich. Nee, sie croucht von alleine. Okay, cool. Das war close! Heilige Scheiße! Ich glaub nicht, dass du mir helfen willst. Nö. Oder können wir jetzt auch... Können wir auch zurückgehen? Nee, ne? Nee, können wir nicht, okay. Das heißt, wir müssen sogar einfach weiter. Heilige Scheiße, wo sind wir hier bitte? Also, wie ich das jetzt mitbekommen habe, haben wir einen Schiffsunfall gehabt oder sowas in der Art. Sind gestrandet und dann hat uns irgendwer entführt. Finden sie einen Weg hinaus. Ja, okay. Das krieg ich hin. Okay, Moment. So, ich drück mal Q. Das da hinten könnten wir anfackeln, okay. Okay. Moment, das heißt... Anfackeln. Und das anfackeln. Steuerung ist noch ein bisschen komisch. Können wir da... Das können wir anfackeln, wie es aussieht. Bringt uns das irgendwas? Ja, wir gehen einfach mal wieder hoch hier. Vielleicht bringt uns das was. Obwohl, ja klar, wir haben ja eben... Das dort. Müssen wir vielleicht gegen... Drücken Sie F, um es zu schubsen, okay. Und nochmal. Nee. Okay, das bringt uns jetzt nichts. Überlebensinstinkt, ja klar. Aber ich denke mal, wir müssen da hoch. Ah! Okay, Moment. Moment. Was passiert, wenn wir das jetzt schubsen? Obwohl, ja klar, dann fällt das ja alles runter, glaube ich, oder? Ups. Genau. Macht doch Sinn, dass es im Wasser ist und brennt.
Auf jeden Fall, macht das Sinn? Natürlich. Also. Klar. Model freigeschaltet. Oh, in den Extras, okay. Rennen, da lang. Dim. Okay. Also, ich glaube, es geht ihr nicht unbedingt so gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh Gott. Spring! Nice! Spring nochmal! Spring! Uiuiui, ich habe den Upgrade erst gar nicht gesehen. Nicht schon wieder! Was musste ich da... Was musste ich drücken? Hä? Okay, nochmal, warte, Moment, nochmal. So, und jetzt F! Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Ich glaube, ich glaube, der ist schlafen gegangen. Hang! Shit! Los, auf! Auf! Oh Gott! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh Gott! Heilige Scheiße, Alter. Das hat viel mit, keine Ahnung, Reflexen zu tun oder so. Ha. Ja. Aber wir haben es rausgeschafft. Heilige Scheiße. Aber wir sehen so ein bisschen dreckig aus. Ich glaube, wir sollten es mal waschen. Ich würde gerne zur nächsten Dusche, bitte. Heiliger, ey. Sieht aber schön aus, das Spiel, ne? Sieht aber echt schön aus. Muss ich ja sagen. Tomb Raider. Wir haben Erfahrungen bekommen, okay. So, wo müssen wir lang? Ich glaube, wir müssen dahin. Okay, oder auch nicht. Müssen wir da rüberspringen? Nein, ich glaube, wir laufen einfach mal runter. Galerie freigeschaltet, okay. Wo zur Hölle sind wir hier? Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Wahrscheinlich landeinwärts. Suchen Sie Hinweise auf andere Überlebende, okay. Ach Gottchen. Balanceakt. Nein! Ich bin immer so schlecht in solchen Spielen. Oder in Spielen mit, ja, Balance halten. Nein, zu weit. Oh Gott. Oder muss ich? Nein. Ja, los! Oh, danke! Was mir so einfällt. Ach, okay, damit springt sie so nach vorne. Halbwegs. Kann ich auch sprinten oder so? Ja, das ist Schleichen, okay. Wie es aussieht, gibt es kein Sprinten. Geh hoch. Komm. Da lang. Heiliger, es sieht aber echt verdammt schön aus. Und ich habe die Grafik nicht mal auf High-End, sag ich mal. Ich schaff das. Was? Echt jetzt? Greifen, eh! Oh Gott. Okay. Drücken Sie E. Nach oben. E. Oh Gott. Drück E. So, okay. Nach da. Drück E.
Okay, leert. Oh Gott. Oh Gott! Yeah. Gott. Tschö. Okay, wenn das jetzt öfter in dem Spiel vorkommt, dann werde ich noch sterben vor Anspannung. Merkt man, dass ich angespannt bin? Nein, oder? Wenn die hinaufklettern. Leertaste. Ah, Doppel-Leertaste. Okay, cool. Ja, runterfallen ist immer eine gute. Kann das eh mal weggehen? Drücke E, um zu packen oder so. Das stört ein bisschen. Sie müssen hier gewesen sein. Nein. War das Streichholz? Walkie-talkie, okay. Ich glaub nicht. Das Drücke E geht irgendwie nicht weg. Okay, ich glaub das... LOL, war das ein Salto. Habt ihr diesen Salto gesehen? Heieiei. Ich will sprinten können. Alter. Ich muss ja sagen, die Atmosphäre ist schon ziemlich geil, ne? Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich will mein Handy mal aus der Hosentasche rauspacken. So. Nee. Sag bloß. Ist dir kalt? Ich glaube, sie friert ein bisschen. Ein Streichholz. Dein Ernst? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich glaube, ich mache die Untertitel aus. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um!
Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Naja. Eine Expedition, würde ich jetzt mal sagen. Aber okay. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Doch, kannst du. Zu essen finden. Gut. Aber Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Es ist super schön hier, oder? Ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.